Ja, das Stichwort Eigenkapitalerhöhung mit der pauschalnotierten Unterstützungskasse, das ist ja so ein Begriff, so ein Schlagwort, das man manchmal von verschiedenen Anbietern oder Finanzdienstleistungsunternehmen als Argument für die pauschalnotierte Unterstützungskasse sieht. Ich würde mit diesem Schlagwort Eigenkapitalerhöhung ganz vorsichtig umgehen. Erstmal, Eigenkapitalerhöhung per se tritt überhaupt nicht ein. Was eintritt? Wir haben liquide Mittel, wir haben Mittel, mit denen wir Bankverbindlichkeiten ablösen können. Wir haben dadurch natürlich eigene Mittel, aber wir haben dadurch noch kein Eigenkapital. Eigenkapital in Form von Gewinnen ergibt sich nämlich zwangsläufig dadurch, wenn ich Entgeltumwandlung von Mitarbeitern vielleicht 2, 2,5 oder 3% angenommen habe, also die für 2, 2,5, 3% verzinse und ich schaffe, mit dem Geld schlichtweg mehr zu erwirtschaften. Mit dem Geld zum Beispiel einen Kontokorrentkredit mit 9,5 oder 10% zurückzuzahlen, ein Bankdarlehen mit 5% zurückzuzahlen oder einfach in irgendeiner Form tätig zu werden und hier in irgendeiner Form Gewinne zu erwirtschaften. Dann gibt es natürlich auch Jahresüberschuss, dann gibt es Gewinn und dann gibt es auch Eigenkapital. Eine Variante, was viele nicht können, viele nicht machen, ist das Thema statt Darlehensvarianten, das Ganze über Mezzanin-Darlehensformen zu arbeiten. Das heißt, die Unterstützungskasse gibt dem Unternehmen ein Genussrecht, eine eigenkapitalähnliche Position und das Unternehmen hat dadurch statt Bankverbindlichkeiten auch wirklich Eigenkapital, auch wirklich haftendes Kapital in dem Sinn, dass es kein erstrangiges Fremdkapital ist. Die Folge ist natürlich, dass das Unternehmen ein bisschen höher verzinst, aber der Zins ist wieder Aufwand und der Zins geht natürlich wieder in die Vermögenssphäre der Unterstützungskasse über. Das ist ein sehr diffiziles Thema, das ist sauber ausgearbeitet durch entsprechende Rechtsanwälte, wie es wir im Haus haben, das entsprechend steuerlich begleitet von unseren Kollegen Steuerberatern durch verbindliche Zusagen und dann haben sie wirklich auch den Effekt Eigenkapitalerhöhung mit der pauschalnotierten Unterstützungskasse, mit der Unternehmenskasse erreicht.